Oh, diese Gruppe ist einfach eine pure Katastrophe. Oh, Mann, ey. Ey, ich finde das so cool, dass Tama das auf dem Tablet spielen kann. Anni, ich grüße dich. Moin, das ist die Chaos-Truppe übrigens, ja. Das ist die absolute Chaos-Truppe hier. Und das ist auch gut so. Warum läuft Tama mir die ganze Zeit hinterher? Moini. Ich glaube, dass es Tama ist. Ja. Ja. Ich auch. Soll ich mal eben ich hab den Aufwenden gesehen. Moment mal. Warte, spielen wir jetzt Serious? Oder soll ich gucken? Mimi hat gewettet. Mimi, guck mal auf der. Guck mal auf ja, ich guck mal. Warte. Geh mal schmulen. Schmul mal. Du wirst doch prügeln. Okay, wenn er das Tablet so wegmacht, dann ist er so. Lass ihn rausworten. Hey, okay. Hat er das gut. Und ihr seid die ganze Zeit. Ich kann niemanden umgebracht haben. Ich hab dich die ganze Zeit gesehen. Schwörst du, dass er das Tablet so vor seine mächtige Brust gelegt hat? Ja, ich hab nichts gesehen. Dann muss es Tama ja auf jeden Fall sein. Nein, ich kann. Normal, wenn du spielst, kann ich da drauf. Bruder. Das Entschuldigung, das war noch von letzter Woche. Also. Voting beginnt in 60 Sekunden. Ey, sorry, ich hab mich vertan. Nice. Ey, jetzt mal no joke. Können wir mal Zeit, kurz festhalten, dass Blue tot ist? Ich das nicht gewesen sein kann. Und du daneben standest, ja. Ich meine, ey. Wir haben jetzt noch Zeit, 45 Sekunden. Wir haben gesagt, lass uns ernst spielen. Und du hast gesagt, was ernst spielen? Jetzt guckt sie bei dir aufs Tablet, sieht, dass du rot bist und dann beschwerst du dich, oder was? Ja. Ich war die ganze Zeit bei dir. Da kannst du nicht den Tama, wir haben ja jetzt, Tama, wir haben die letzten Wochen ja gewissermaßen auch eine Connection aufgebaut, ja? Ja. Wenn ich dich jetzt quasi fragen würde, also ich lasse dich auch auf nichts schwören, das ging nach hinten los bis jetzt immer. Aber nicht bei den Anwesenden. Ja, ich bin da sehr vorsichtig. Aber Tama, würdest du mich anlügen und sagen, nee, du bist kein Imposter? Ich würde dich definitiv anlügen. Gut. Ich bin in diesem Punkt halt ehrlich. Ich würde dich anlügen, wenn ich Imposter wäre und würde sagen, hey, ich bin's. Ja. Aber in dem Fall bin ich dann eben auch so ehrlich und sage, ich bin es nicht. Gut. Wer denkst du denn, ist es denn? Ich habe keine Ahnung. Für mich ist es zu früh zu urteilen. Ja, das vielleicht Mr. T, weil das Mr. T. Aber wenn du lügst, hast du Mikro hast Sex beim Volkslehrer. Das ist okay. Tama war es jetzt, ne? Tama war es jetzt, ja. Guck mal, diese scheiß Mützen. Wir sollten alle diese schönen Mützen aufsetzen. Oh, die Votes? Wieso? Ey, was ist das? Ich hab die Votes anonym gemacht. Warum? Wir skippen. Kann man einstellen jetzt. Oh, danke, ich bin noch drin. Man sieht jetzt nicht mehr, wer für... Ja, das mach ich gleich aus, finde ich scheiße. So hast du deine letzte YouTube-Runde gespielt, du Vogel. Da ich weiß, und ich find's auch extrem scheiße so. Na, da hast du aber nichts gesagt, weil es die Peace war. Könnt ihr euch muten? Nee. Da habe ich nichts gesagt, weil ich mich da der Gruppe füge. Wieso sollen wir uns muten? Solange wir nicht über Spiel reden, können wir doch reden. Ich habe mal Wenden gesehen. Könnt ihr jetzt euch muten oder habt ihr Scheiße? Hey, nicht über das Spiel reden, Mann! Halt Maul hier! US-Wahlen, oder? Trump und so. Krass. Ding ist durch, Digga. Hab da eine fünfteilige Doku drüber gesehen auf Arte. Und ich würde schon... Moment! Oh, hallo! Moment, alle jetzt leise sein. Ich hab eine Leiche gefunden. Ja, du hast sie auch umgebracht. Bioraum. Ja. Wo? Ich hab niemanden umgebracht. Also Tama war's. Sie hat doch eben auch geredet. Tama war's. Ich hab niemanden umgebracht.
Wo ist die Leiche? Es ist, wie es ist. Diesmal, ich kann keine Karte neben mir offen haben. Von der Cafeteria, wenn man links geht, direkt runter in den Raum. Da muss auch der Body-Scanner. Medbay. Medbay. Da liegt die Leiche. Da liegt die Leiche. Medbay. Da muss ich sagen, an dieser Stelle kommt mein Fachwissen. Da kann man auch ganz gerne mal wenden, wenn man da einen tötet. Ja, das war ich. Ich habe mal wenden gesehen. Nee, ich bin halt aus dem Vent rausgekommen, hab die Leiche gesehen und dann reportet. So was. Mehrmals. Ja, case closed. Er ist so richtig cocky gewendet. Das kann ich bezeugen. Weil die, du rein, raus, rein. Die Fresse. Ja. Ich kann Tabas Version bezeugen. Warum machst du sowas? Also ich bleibe immer noch dabei, dass Mr. T ist, weil der ist einfach der... Labert die ganze Zeit nichts, der hält die Schnauze. Echt? Er sagt doch die ganze Zeit. Was. Du bist das. Komisch. Stimmt, der hat nur in der Runde geredet, um nicht aufzuhören. Cocky gewendet. Ich hab diese scheiß Karte durchgezogen und den Knossi gemacht. Für mich ja, du warst da nicht. Jesus. Natürlich war ich da. Ja, du bist da auch. Ich habe erst das abgeloadet nochmal. Und dann habe ich die Karte durchgezogen. Für wen ich meine Hand ins Feuer lege? Das ist der Volkslehrer, das ist Masa. Und Lega. Und Mimi, weil Mimi bei ihr sehe ich, dass sie es nicht anders. Ach so. Oh Mann. Aber wenn ich bin dafür, Tamas spielt die Runde mit Augen zu weiter. So. Ja, am besten. Ich möchte ja nicht eben. Ich das gerne, ich habe ein Foto gemacht von seinem Bildschirm. Ich kann es irgendwo reinposten. Kannst du mal aufhören, irgendwelche Privatfotos hier zu liegen? Ja, wie sieht man da meinen Schwanz drauf? Man spielt einfach im Markt für die Aerodynamik auch. Zu dem Mars hat ihn ja eh schon gesehen. Der ist Instagram. Der Halter. Ich hab dafür auch gewotet. Also ich würde. Für wen voten wir jetzt? Für Tama? Mr. Tama. Für Tama. Ich finde, Mr. T macht mehr Sinn. Was hab ich dir gemacht? Ja, einfach aus Prinzip. Ich hab einfach random reingevotet. Der macht hier mein, Digga. Mr. T, Mr. Tama. Ist doch dasselbe. Ja, sorry, T, falls du es nicht bist. Und wenn du es bist, dann. Gefickt. Oh Mann, ey. Ah, schön. Ich hab Tode aus dem Jenseits gehört. Hör mal! Ich hab gehört, dass Mimi gestorben ist. Ich hab gehört, dass Mimi gestorben ist. Mimi ist gleich tot! Mimi! Also bei mir ist Isa gerade irgendwie in den Wand gestolpert. Hä? Aha. Hä? Das habe ich auch gesehen, Till. Isa gefickt. Ja, muss ja nichts heißen. Kann ja erstmal auch heißen, dass irgendwie... Schnürsenkel. Schnürsenkel vielleicht nicht gebunden oder so und dann reingefallen. Kann auch sein. Dann muss ja nicht immer gleich im Post heißen. Kann passieren. Ich war in Flasche drin gesehen und einfach... Karl. Was? Karl. Du hast doch gesehen, wie er mir hinterhergelaufen ist. Das ne? habe ich wirklich gesehen, ja. Ich habe dich schreien gehört und dann dachte ich, du bist gestorben und wollte direkt ein Notfallmeeting machen. Aber ja, ich habe sie ist nicht wirklich gestorben, merkst du was? Ja, noch nicht. Wirklich, er hat erst mit mir gespielt, um mich dann umzubringen. Hat er dich auch, hat er dich auch real belästigt? Also in täglich, ja. Ja, dann ist ja offensichtlich. Ja, also können wir den jetzt endlich rausvoten? Nein, ich bleibe bei Isa. Till hat gerade gesagt, Isa ist gewendet. Was ist das? Ich hab doch gar nicht. Isa ist reingestolpert, hat er gesagt. Das war vielleicht kein. Weil Till trommelt! Amma ist auch viel gewendet in den ersten Runden, ne? Möchte ich nur nochmal. Können die süßen Mäuse mal ruhig sein? Ich möchte eine Frage stellen an echte Männer. Hast du das kleine Blondchen jetzt wenden sehen oder nicht? Das ist richtig, ja. Nein, Mann! Isa, ich hätte doch gerade den Grund zu wenden. Isa, auf einer Skala von eine Belästigung bis Kompliment. Was war das jetzt gerade für dich? Mit dem blonden Mäuschen? Ja, als ich dich Mäuschen genannt habe und Blondchen. War das eher so ein Kompliment oder eine sexuelle Belästigung? Ich glaube, so eine Frage solltest du nicht an mich stellen. Oh, oh. Oh. Das sagst du schon, weil du schon zwei Anzeigen laufen, oder was? Till, du meinst das ernst, oder? Ich meine das ernst, ja. Dann Isa. Oh. Ja, raus mit der. Weg mit der. Tschüss, Isa. Tschüss, Isa. Oh, nee. Wo vielleicht ist nicht so offensichtlich. Ich wusste schon immer.
Ich glaube, aber das macht dich jetzt schon sus. Ja, mach das jetzt weiter. Du siehst doch mein Bildschirm, dass ich nicht bin. Ich call, ich gucke nicht auf dein Bildschirm. Ja, aber ich gucke auf deine und du bist immer noch rot. Ja, ey. Was? Oh, ganz großes Kino, Leute. Ganz großes Kino. Nach so einer Woche ist das einfach immer ein perfekter Abschluss. Ist es wirklich. Es ist einfach ein perfekter Abschluss für mich. Nun. Monte spielt auch mit. Das. Easy. Oh, what? Dumm, was? Dumm. Ihr seid so dumm. Wow. Thomas war's aber. Komisch, ach. Ja, ich war's, Digga. Ich war mir eine Million Prozent sicher, dass Isa da gewendet ist. Dein ja. Ernst? Nein, Mann. Ich hab mit Zeit für eine Brille. Hä? Was war das? Die Farbe ist ähnlich mit Tama, oder? Ey, wie kann Tama eine Million Prozent sicher? Ja, wer ist denn dann sonst gewendet? Wie kann Tama ein Tablet gewinnen? Was ist das? Kannst du sagen, ich hab gewendet? Das kann sie nicht auf YouTube hochladen, unangenehm. Hä, na klar. Ey, bitte einen Moment noch warten. Dann kriegst du einen Copyright Strike. Sag dir, wie das ist. Nee, vorhin war ich noch Streit zum Schlichten und jetzt sowas wie, ja. Ich bin ETA-MBERT. ETF. Mann, ich mach grad Task. Also beim Reaktor, dieses Touchpad, da ist verwirrend. Also vor dem, ist das das Cockpit? Moment, ich muss ja die... Ja, genau, vor Navigation lag... Cockpit! Ja, Till. In Cock, oder? Hat er verdient. Also lag halt Till. Keine Ahnung, wer das war, aber... Masu ist auch tot. Oh, stimmt. Na, der ist egal. So. Ach so. Ich hab eigentlich hier an der Stelle nur eine wichtige Frage. Tama, wo warst denn du jetzt? Tama. Hey. Ich bin's nicht. Ich hab den Copy-Händen gesehen. Ah, das war aber schlecht. Ey, Liebling, guck doch hier. Guck doch. Hat er wirklich gewendet, Liebling? Ich kann erst nicht. Er ist keine Mauer. Ja, jetzt. Wir sind jetzt beide. Okay, sorry, aber da müssen wir. Nee. Also würde ich auch sagen, Mimi und Tama. Ich? Nee, Mimi war mit mir vorher in diesem Dings, wo man Asteroiden abschießt. War vorher im Band mit dir, ja. Bei Weapons war die mit mir vorher. Ich bin sauer jetzt. Ich hab die Schnauze voll, Dizzy war's. Ja, voten wir jetzt eigentlich. Ich fand, das war ein gutes Argument. Ja. Wer ist denn zuerst nach unten gegangen? Heute ist Takeover angesagt. Ey, ich hab dich eben den Schutz genommen, Tama. Was soll das jetzt? Ey. Ich bin stinksauer, Tama. Du stinksauer. Mann, ey. Du bist echt ein Arsch, Mann. Was für eine Scheiße! Was für eine Scheiße! Nein. Ich kann mich hier nicht muten, halt doch die Fresse jetzt! Dafür kann man dich richtig schön furzen hören. Wie meiner zum Regalreaktor, ich kann nicht. Oh, Tablet spielen ist wild. Wie Isa nichts mitkriegt, oder? Stop. Ich hab grün gefunden in Electrical, direkt auf dem Vent. Zwei Token? Ah, nee, das ist nur einer. Auf dem Vent drauf? Ja. Dann was? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Mörder gewendet ist. Ich sage das nur. Warte, ich gucke auf dem Handy mal kurz bei Karl in. Wo ist der gestorben? Nein, was soll diese Kacke? Also ich streame derzeit auf twitch.tv/dekadent. Ihr könnt alle gucken, dass ich es nicht bin. Das finde ich gut. Ich gucke jetzt. Das sehe ich auch im nicht vorhandenen Twitch Stream. Er ist es. Ja? Ja, okay, lass raus. Wie es ist. Fairerweise, wer der zweite ist. Das ist nett von dir. Danke, Maria. Ich würde ja auch viel Spaß machen. Danke, Maria. Ja.
Das ist jetzt doof. Ich glaube, es ist Blue. Hä? Jetzt, wenn wir voten erstmal Blue, bei Karl bin ich mir sicher. Aber das war irgendwo auf der linken Seite. Das ist bestimmt Blue gewesen. Ich war auf der linken Seite, aber ich war verwirrt im Rektor. Das stimmt. Hardfish Boy. Ich habe ihn da hinlaufen sehen. Ich bin vom Anfang der Runde auch nach links direkt gelaufen und dann stand er die ganze Zeit im Reaktor drin, während ich dann schon weiter runtergelaufen bin. Nach ich war O2 und irgendwer hat mich auch gesehen, wie ich da war. Karl, hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja gut, wenn du im Stream guckst, dann siehst du ja, dass ich rot bin. Okay, dann würde ich sagen, voten wir erstmal Blue, um Karl dann die Chance zu geben, das zu finalisieren. Okay, schön schon mal. What the fuck? Warum? Was soll ich denn da jetzt ausreden? Also halten wir uns aber von Karl fern, Leute. Also was ich würde sagen, die Fakten sprechen dagegen dich, auf eine Art. Haltet euch von Karl fern, weil der ist es auf jeden Fall. Karl darf auch niemanden töten jetzt, wäre unfair. Ist ja auch der erste, wurde es halt auch für die Imposter insgesamt aber echt dumm gelaufen, ne? Könnte man so sagen, ja. Ey, selbst auf dem Tablet ziehe ich die Karte als einfach super geschmeidig durch. iPad hoffentlich. Ja, na klar. Mimi, genau vor meinen Augen. Ich war's. Karl hat mich gesehen. Wie soll ich mich denn da jetzt noch rausreden? Ich war's halt einfach. Ich weiß nicht, warum du lügst. Ich gucke sie, hä? Tut mir halt leid so. Aber, ja. Bin halt aus dem Band gekommen, bin halt in Admin rein, bin da raus, dann waren noch zwei, dann war noch einer da, dann hab ich den Grünen getötet. Schickt ihr euch auch gegenseitig Fotzenbilder oder was? Was soll denn das jetzt? Er war es doch obvious, ist jetzt in den Zug. Was schießt denn du jetzt für eine Show ab? Du musst mir auch einfach mal glauben. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Ich war böse. Nee, ich glaube, Tama ist noch ein bisschen auf dem Ego-Trip jetzt, wo er mal eine Runde gewonnen hat eben, ne? Also. Sag ich ganz ehrlich. Ich sag euch ganz ehrlich, wie überzeugt das, was Mimi erzählt. Ja, Karl hat mich einfach eiskalt erwischt. In Flaranti. In Flaranti. Ich muss auch wirklich sagen, sie ist nicht nur in Flaranti gewendet, sondern auch sehr cocky. Er wollte mich verarschen. Ich hab doch gerade bei dem versteht gesehen, die Welt nicht mehr. Dass der das war. Jetzt. Und ich sehe doch hier vor meinen Augen, dass du es nicht bist. Er hat ein altes VOD genommen. Wie hat's auch schon? Was soll das denn? Ich wollte dich doch. Wie ist er was? Also das... Das kann doch nicht sein. Und Tama, Mensch. Was ist denn los mit dir? Also, jetzt. Was soll denn das? Ich glaube, Isa ist es. Lass uns zusammenbleiben. Das kann nicht sein. Hast du gewonnen? Du kannst das auch am Tisch machen. Das geht eh gleich hoch. Ach so. Stößchen. Was machst du da? Isa, lass ihn voten. Wir haben gewonnen. Tama! Doch! Was? Wo ist das vorbei? Kommt die einen aufs Maul haut? Hallo? Gewaltandrohung. Stichwort Toss. Weil der verliert in dem Spiel. Toss. Gib mir ein Zeichen, so, wir können das regeln. Aber okay. Du musst nicht wirklich das Spiel verliern. Walross! Isa. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne, sehr herzlich bin ich Fuß draus. Isa, hör mir mal zu. Wer ist als Oxygen angegangen ist, sofort den Code eintippen gegangen? Und wer ich. Nicht? Und ich oben. Und wer war der Einzige, der den Sieg dann dankend entgegengenommen hätte? Ich frage dich.
Und dann trifft deine Entscheidung. Schatz, du hast die ganze Zeit auf Tama gestanden, weil du nur darauf gewartet hast, dass dein Kill-Timer runterläuft, dass du ihn einfach abschnitzeln kannst, um die Genugtuung zu kriegen. Das stimmt nicht. Selbstverständlich. Mach ihn jetzt weg, Tower. Das reicht jetzt hier. Raus mit die Fische. Comeback, mit dem jetzt keiner gerechnet hätte, ey. Auf jeden Fall. Also ich hätte auch nicht erwartet, Karl, dass du das so lange durchkriegst. Das war ein Shutter Island Level Plot Twist, ey. Oh Mann. Hätte auch ein Tarantino Film sein können. Also Karl, wirklich 1000 IQ Plays. Also dass du es so weit gebracht hast, hätte ich auch nicht erwartet. War schon gut. Ja. Also, aber ich muss auch sagen, ich fand es strategisch stark von Tama, dass er da auch mal die externen Mitte genutzt hat an der Stelle. Auf jeden Fall. Also. Man muss einfach mal auch über seine Software hinausdenken. Ja, man muss es zu helfen wissen, ne? Das ich war querdenken. Auch im GTA. Ja, genau. Da hat Tama ja auch immer durchgegriffen bei GTA. Ja, immer Metagaming alles. Du hattest einfach gute Argumente.